Recht herzlich willkommen zur Folge 103 von Kerbal Space Programm. Ja, das ist hier die 0.90.0 Beta. Letztes Mal schon, diesmal auch. Aber morgen, also kommt eine neue Version raus, nämlich die 1.0. Und ich weiß nicht, aber ich denke, wir werden da nochmal neu starten. Weil dies ist jetzt hier nochmal gerade für den Sonntag hier, damit ihr was zu gucken habt. Und danach müssen wir dann gucken, dass wir die andere kriegen, ne? So, jetzt müssen wir noch gucken, was müssen wir denn machen. Ja, wir sollten vielleicht erstmal gucken, ob es neue Aufträge gibt. In diesem kleinen Zentrum da hinten, ne? Ja, gibt's natürlich. Liquid Fuel Engine landed at Kerbin. Ja, pff. Das können wir dann gleich machen, ne? Haben wir schon? Den Separatron, den müssten wir auch nehmen können, ne? Aber irgendwie geht's nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Zu viele oder was? Wahrscheinlich. Ah, maximal zwei, da oben steht's. Gut. Dann müssen wir die natürlich machen. Machen wir hier rein. So, Liquid Fuel brauchen wir. Erstmal den da oben drauf. Das passt. Und Liquid Fuel Engine, das müsste ja dann der sein, ne? Jo. Und dafür brauchen wir noch einen Tank. So, wir müssen noch eine Höhe haben, um den Dekoppler zu testen. Lass uns den mal gerade ein bisschen höher machen. Und wir nehmen diesen. Aber das ist auch nicht richtig. Erstmal den Dekoppler dafür hin, ne? TR-18H. Der ist der richtige. Dann nochmal da rein. Den da dran. Und der Dekoppler ist passend. Das Triebwerk sollen wir testen, wenn wir gelandet sind. Irgendwie müssen wir hier mal gerade so rauszoomen. So, das ist ein relativ kleines Triebwerk. Jetzt müssten wir noch in die Höhe da kommen. Und dafür brauchen wir noch einen Tank, denke ich. Oder den hier. Ich glaube, so geht's. Und wir sollen ja noch den... Nee, das war ja schon das. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen was ändern. Oh, da muss noch einer mehr, glaube ich, hin. So, ne? So, erstmal der, dann der. Und dann nachher irgendwann das. So, das passt. Da müssen wir nur gelandet sein und den Kerbin. Gut. Das wäre schon alles. Speichern wir das ab. Und dann gehen wir zu... Nee, können wir gleich auf den Startrampe gehen, ne? Gut, dann müssen wir mal schauen, dass wir da hochkommen.
Ich hoffe, das funktioniert. Stehen tut sie da. SAS an. Und ich denke, dann können wir hoch. Machen wir so. 3, 2, 1, go. So, wie sieht's denn aus? Landet der Körbe, ne? Das war dann schon durchgefallen, oder? Funktioniert irgendwie nicht. Auch schön, ne? Ja, da haben wir vergessen, die Kappler reinzusetzen. Dann werden wir uns das gleich mal angucken. Funktioniert irgendwie doch, oder wie sehe ich das? Nö. Nee, funktioniert nicht. Schade, ne? So, Stillstand war das gerade. Dumm gelaufen, ne? Aber wie soll man das sagen? Ja, da ist was schief gegangen, ne? Okay, dann nicht. Teures Geld. Okay. Jetzt überholen wir die Kiste noch, oder was? So, jetzt müssen wir mal langsam an den Fallschirm denken. So, jetzt geht der wieder runter und explodiert da unten schön. Da konnte ich jetzt nicht sehen, wo es kaputt gegangen ist. Aber es ist kaputt gegangen. Und wir sind, glaube ich, da. Wir sind gerade ein bisschen schneller. Das ist die Flagge. Ja. Und da unten liegt noch irgendwas, oder? Machen wir mal schneller. Und da sind wir gleich unten. Ach, guck mal, da ist sogar was heile geblieben. Aber ich glaube nicht, dass wir es kriegen, ne? Das ist hier die Feststoffrakete. Ja, dieser Test ist dann auch durchgefallen, ne? Okay. Das war's. Cover Vessel. Science-Punkte haben wir 0,1 gekriegt, so wie das aussieht. Dann haben wir ein bisschen Geld wieder. Und der ist auch schon wieder dabei. Recover. Haben wir gemacht. So. Jetzt sind wir nochmal hier. Müssen wir nochmal rumbasteln. Und zwar brauchen wir jetzt noch einen Dekoppler. Den setzen wir mal da rein. Und den jetzt da dran. So, das passt. Allerdings brauchen wir noch eine Stufe mehr, die wir aktivieren können. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ich speichere das mal darunter, gehe auf die Starttrampe, gucken, ob hier noch eine vierte Stufe drin ist. Nee, da fehlt uns eine Stufe. Muss ich eine zusetzen. Die Konditionen sind schon richtig. So.
Eigentlich hätte das jetzt hier klappen müssen. Nee, das ist ja kein Tank. Ich bin ein Held, das ist der Engine. Und den müssten wir unten haben und nicht oben, damit das geht, okay? Gut, egal, dann machen wir den Dekoppler jetzt erst. In der Hoffnung, dass es klappt. So, das sind die Testbedingungen gleich hier. 160 bis 560. Das ist aber auch gleich alle. Und der kann weg und das kleine Ding ist dran. Jetzt müssen wir nur noch eine Höhe gewinnen, ne? Werden noch langsamer. Hoffentlich klappt das, was die Atmosphäre da oben gleich dünner wird und wir dann schneller werden. Jetzt fangen wir uns, jetzt werden wir schneller. Okay, das ist gut. Wenn wir die 16.200 haben, dann haben wir ja gewonnen, ne? Geschwindigkeit noch aufbauen, aber die ist ja schon passend. So, gleich haben wir es. Dann können wir die Kappler testen. So, der Test war erfolgreich. Ja, jetzt steigen wir hoch und... Tja. Können wir einen Testreport machen? Ja. Und wir haben keine Antenne. Das ist schlecht. Nochmal das Ganze. Crew Report nennen wir es. Keep Data. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir schneller hier. Dass wir da runterkommen. Sieht natürlich jetzt gerade ein bisschen kriminell aus, da so runterzukommen. So. Fallschirm raus. War das die andere Stufe, die da gerade runtergeknallt ist? Wahrscheinlich, ne? Okay, machen wir schneller. Meter. Ich glaube, bei 75 war Sabbat, ne? Da ist der Schatten, das heißt, wir können mal langsamer machen. Okay, nicht 75. Okay. Cover Vessel. So, da haben wir jetzt 4,5 Punkte geholt. Das ist doch schon mal was, oder? Ein bisschen Geld gibt's wieder. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für diese Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal bei dem Release der 1.0 dann auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.